So, dann probieren wir es jetzt erneut. Hoffentlich stürzt es nicht wieder ab. So, ich wollte. Jetzt hat er nämlich den Punkt wieder verloren. Dahin. Ich habe übrigens für mich selber beschlossen, ich werde so lange Assassin's Creed spielen, bis wir es fertig haben. Bis dahin wird es nichts anderes geben, weil ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr Assassin's Creed noch zu beenden. Es wird eine knappe Geschichte. Wir haben heute den 29.12. Ich habe noch heute, morgen und übermorgen. Wobei übermorgen weiß ich noch nicht, ob ich überhaupt streame. Deswegen, effektiv habe ich heute und morgen. Holy moly. Es wird hart. Vitamintabletten haben immerhin den Vorteil, den Überschuss stößt der Körper ab ohne Schäden. Bei den meisten Vitaminen, das ist richtig. Also Vitamin C zum Beispiel wird einfach so wieder ausgeschieden. Bei Vitamin D bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, es gibt sowas wie eine Vitamin D-Vergiftung, aber da musst du irgendwie schon das 150-fache oder so nehmen und dann wird es schwierig. Ich bin mir da aber ganz ehrlich nicht sicher. Ich habe da letztens eine Reportage mal drüber gesehen, dass Vitamin D halt nicht so ohne weiteres ausgeschieden werden kann vom Körper und es dann zu Problemen kommen kann. Aber gerade wenn man, also du hast ja das vom Arzt bestätigt, da gehe ich jetzt mal von aus, wenn du mit den Werten um dich schmeißen kannst, dann macht das ja auf jeden Fall Sinn. Lol. Weil ich zu doof bin wieder mal. Ich bin von Hirnlosen umgeben. Von Hirnlosen? Das glaube ich aber nicht. Und noch einmal. So, und dich ziehe ich mal ran. Komm mal ran auf den Meter. Au. Wo ist er? Da ist er. Mach deine Hände, hörst du? So. Gibt's ja gar nicht. Wie unfreundlich, hier einfach den Kopf liegen zu lassen. Kann ich damit... Oh Gott. Oh Gott, ich könnte damit Fußball spielen. Leute, macht das nicht. Das ist nicht sehr nett. Ja, war extra beim Bluttest, großes Blutbild mit den gängigen und den D-Test muss ich drauf sein. Ja, genau, weil der D-Test, also der Test für Vitamin D, der ist ja nicht inklusive. Also das ist ja eine Sonderleistung am Ende. Aber war ich auch schon mal am Überlegen, ob ich das mache. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal beim Arzt bin, dann frage ich mal nach, ob man da irgendwie was machen kann. Ich finde so einmal im Jahr oder alle 2 Jahre oder so sollte man... Oh, ey, wie dumm! Sollte man das eh mal machen. Ich meine, zum Zahnarzt geht man ja auch regelmäßig, ne? Okay, wir machen das anders. Jupp! Aber wir hatten es im Verdacht, weil ich Haare verliere wie Sau, also war klug zu machen. Ja, klar, da macht das ja... Also wenn man schon Anzeichen hat, dass da irgendwas nicht passt, dann macht das ja auch Sinn. Ist die Tür jetzt offen? Ja. Vitamine und so weiter sind keine Regelleistung. Richtig. Es sei denn, es gibt entsprechende Indikatoren dafür. Genau, also wenn du wirklich schwere gesundheitliche Probleme hast, weiß ich nicht, zum Beispiel du hast Skorbut oder so, ja, dann macht das Sinn, darauf zu testen. Und dann hat man ja auch die Indikatoren dafür. Verblasste Inschrift. Es
Eskwine, Westsächse, Sohn des Zenfus, seinerseits Enkel des Kutgils. Hier liegt er begraben mitsamt seiner Schätze, denn er hat den verfluchten mersischen Eindringling Ulfhere besiegt. Wer ist denn Ulfhere? Das kann gut sein. Das kann gut sein, dass sie, gerade wenn du sagst, du hast halt Symptomatiken und so, dass sie das darunter dann machen konnte. Gute Ärztin. Oder sie ist noch dabei, was zu Dexan, ja. Da fällt mir ein. Warte mal. Ganz kurz. Ich muss mal eine Sache nachgucken. Nicht, dass ich verpeilt habe, die eine Rechnung zu bezahlen. Wo wir gerade von Arztrechnung reden. Ups. Ah, okay. Okay. Geht morgen raus. Huh. Ich habe da nämlich noch so eine Zahnarztrechnung. Dieser Klang, fast menschlich, aber Götter. Das kann sein, ja. Dass die Labore aktuell einfach nicht hinterherkommen. Deine Haut war blass wie ein Mitternachtsnebel. Dein Haar war tau. Augen wie Glas, so klar. So voll. Und doch so schön. So rein. Bitte, mein Schatz, du musst mir verzeihen. Ich kann nicht schlafen, nicht essen. Mit wem sprichst du? Hier ist niemand. Jetzt sind wir auf ewig beisammen, Frau. Das wäre gut. Du weißt nicht von meiner Seite. Flüsterst mir ins Ohr wie ein Mottenflügel. Wo kommt das Wehklagen her? Es ist, als würden die Wände vor Angst schreien. Dieser Mann wird von einer Missetat heimgesucht. Du hast auf die Fäden gepustet und sie sind zerrissen. Sie ist weg. Staub und Knochen. Staub und Knochen. Du hast etwas Unverzeihliches getan. Ich rieche die Schuld hinter dem Verwesungsgeruch. Oh mein Gott, ABC. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich habe gerade die Stimme seiner Frau kaputt gemacht. Hör doch mal auf. So. Geh zu deiner Frau. Hat er gerade geschielt? Verrücktes Gefasel. Ich kann dich in den Wänden kratzen hören, Weib. Du gönnst mir keinen Moment Frieden. Kratzen, kratzen, kreischen, kreischen, heulen. Nennst mich einen Mörder, ich habe dich geliebt. Doch dann hörte ich, wie du mit den Spatzen Intrigen ausgeheckt hast. Die ganze Nacht lang unter dem Mond Ränke und Komplotte, um mir mein Geld zu stehlen, um meinen Geist zu verwirren. Du hast mich gezwungen, dich zu töten. Es tut mir leid. Wir lieben uns auf ewig, auch im Tode. Er hat seine Liebste ermordet. Kein Wunder, dass ihm die Schuld den Verstand raubt. Die Klagefee. Jo. Dann sammeln wir eben noch mal da. Aua. Wieso sage ich aua? Ich habe mir nicht wehgetan oder so. Leute. So, noch mal. Dankeschön, ABC, für deinen Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream und schwarzer Witwenburger, was?
Und du kannst jetzt den restlichen Abend einfach so für dich genießen. Jo, war sehr entspannt. Liga der Legenden-Stream. LOL, richtig? Ich habe keine Ahnung von den Spielen. Ich habe es einmal gespielt, wurde übelst geflamed und habe es dann direkt wieder deinstalliert. Sehr gut. Ha! Ich bin so gut. Ich weiß sowas. Ja. Wird sich Alfida an eine so alte Liebe erinnern? Würde ich es? Wahrscheinlich nicht, nein. Was haben wir denn hier? Wütendes Flehen. Es reicht, Meldona. Niemand liebt Streiche mehr als ich, aber aufgrund der hohen Zahl durch Öl verursachter Feuer kann ich nicht weiter guten Gewissens den uneingeschränkten Zugriff auf derart entzündliche Materialien gewähren. Daher werden sämtliche Ölkrüge des Dorfes eingesammelt und weggesperrt. Wenn ihr euch wie Kinder verhaltet, werdet ihr auch so behandelt. Mit entnervten Grüßen, Bruder Thomas. Oder Thomas. Bluger! Das ist typisch LOL-Community. Zumindest 90% von denen. Ja, ich glaube, LOL kann richtig Spaß machen, aber du brauchst die richtigen Leute dafür. Also wenn du mit den richtigen Leuten spielst, dann kann das, glaube ich, ultra funny sein. Aber so alleine da reinkommen und so, schwierig. Also ich habe das bisher einfach nur als sehr toxische Community kennengelernt. Würdiger Traum. Brüder und Schwestern, ich würde gern die Kirche wieder aufbauen. Ich träume davon, dass sie ein Zentrum des Friedens und der Einkehr für jene in Not wird. Ein sicherer Hafen für diese schwierigen Zeiten. Jede Spende für diesen Zweck wird dankbar angenommen, Bruder Thomas. Das ist ganz schön eifrig. Jo, 5er Q macht viel mehr Spaß als Solo. Das glaube ich nämlich auch. Das hast du ja sehr, sehr häufig. Also, die einzige Online-Community, mit der ich mich jetzt so mehr oder weniger auskenne, ist halt die von WoW. Da kommt das aber zum Beispiel auch ultra auf den Server drauf an, auf dem du spielst. Also der Server, auf dem ich immer spiele, da ist die Community ganz cool. Aber grundsätzlich hast du das ja immer in Online-Spielen, dass je nachdem, wie das Spiel aufgebaut ist, das ultra toxisch werden kann. Welche Community ist nicht toxisch? Unsere hier. Diese. Wütendes Flehen. Es reicht, Meldona. Niemand liebt Streiche mehr als ich. Aber das haben wir doch vorhin schon gelesen. Mahlzeit. Emir-Bashur. Schnauze. Boah! Bashur! Du Affe! Hör auf, mich so zu... Minecraft, PvE-Communities. Okay. Kenn ich mich gar nicht mit aus. Wenn der Mann mal wieder nicht fertig wird. Ach, WB Hami. War's jetzt nur duschen? Do you know? Ich bin toxisch as fuck, das Zynismus. Aha.